Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Ja, wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben und schätzen uns, würde ich sagen, glücklich. Nicht wahr? Wie findet man hier drin überhaupt etwas? Ja, das ist die große Frage. Das kann man sonst nicht. Das kann nur ich. Ne? Das Geräusch da. Was das sein? Wirklich. Jetzt wollte ich mal gerade was wissen. Habe ich... ich habe gerade keine 5 mm. Dabei okay. Blöde Geräusche. Ja. Schrecklich, nicht wahr? Ich hätte auch gerne lieber eine Welt ohne Geräusche. Jemand da? Was wär da sein? Was das? Jau. Hey, ich seh dich. Hallo. 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 Aua. Kleiner knuffiger Köter. Wow. Hilfe. Du schießt hier echt mit Raketenwerfer rum. Eieiei. Na. Tab. Ist die Wahrheit. Der übertreibt ein bisschen, der Junge. So. Wow, aua. Psycho wirkt nicht mehr. Na, dann hoffen wir mal. Oh oh. So. Aua. Na, noch musst du dich zu mich tragen. Oh, komm, noch einer. Raketenwerfer. So, ich spiele übrigens gerade mit einer anderen Tastatur, die deutlich leiser ist. Eigentlich meine Aufnahmetastatur, eine schöne Sherry. Man weiß ja, dass die Sherrys leise sind. Was dazu führen kann, dass die Tasten sind hier ein bisschen anders. Das ist alles andere Abstände. Deswegen. Bei meiner Aua. Bei meiner Aua. Alten Tastatur zum Beispiel ist sind die F-Tasten oben alle in einer Reihe direkt angeordnet und ja, meine jetzige hat es halt so, dass die Lücke zwischen F4 und F5 und F8 und F9 hat. Das ist halt was, wo man sich wirklich dran gewöhnen muss. Du bist echt ein guter Mann. Also du kannst richtig gut zielen. Finde ich gut. Doch. So. Seife. Ich würde aber trotzdem noch gerne mindestens zu den Bomben hin. Weil. Ja. Das ist ja doch noch ein bisschen was wert, denke ich mal. Schade, das sind ohne die passenden Sprengsätze. Ich glaube, ich muss hier runter. Die Musik ist auch gerade ein bisschen passend. Oh ja. Schade, ist alles zu. Ich dachte, ich könnte mir jetzt hier viele bei diesen Dingern snacken. Naja. Nieder mit den Atomwaffen, ne? Ist genau mein Motto. So. Buffout kann ich... Meh. So.
Superkleber. So. Schon? Berns? Sieh dir den Laden mal an. Du musst Mutanten genauso hassen wie ich. Ja. Absolut. Sie auszulöschen war die reinste Freude. Ich wünschte, der Rest der Menschheit würde ebenso denken wie du. Diese Monster sind nur ein weiteres Beispiel dafür, wie die Menschheit blind einen Schritt nach vorne macht, nur um dann zwei Schritte zurückzutaumeln. Ich kämpfe schon seit Jahren dafür, diesen Irrsinn zu beenden. Und gerade als es so aussah, dass wir die Oberhand gewinnen, tauchten die Sins auf. Ich habe gesehen, was diese Supermutanten mit Leuten anstellen. Kannst du dir vorstellen, was die Sins mit uns tun würden, wenn sie jemals die Oberhand gewinnen? Es wäre der erneute Weltuntergang. Und vielleicht das Ende von allem, was uns etwas bedeutet. Ich will dich auch nicht mit meinem Gerede langweilen. Ich will nur, dass du verstehst, wie wichtig diese Missionen sind. Ja. Wie sollten die Sins für unseren Untergang verantwortlich sein? Wenn es irgendwann mehr Sins als Menschen gäbe. Wie lange würde es wohl dauern, bis sie beschließen, dass wir nicht mehr gebraucht werden? Sie haben ganz offensichtlich die Fähigkeit, neue Sins herzustellen. Also sind wir entbehrlich. Und mit der Technologie des Instituts auf ihrer Seite könnte sie nichts aufhalten. Nicht einmal die Bruderschaft. Das ist ein Albtraum, den man sich besser gar nicht vorstellen sollte. Naja, genug davon. Das Wichtige ist, dass du den Job erledigt und die Sprengköpfe für uns sichergestellt hast. Du solltest zu Pridwin zurückkehren und mit Maxon sprechen. Ich bin sicher, er will so bald wie möglich eine Einsatznachbesprechung. Wegtreten. Sir! Ja. Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er das will. Achso, das war ja der Fahrstuhl, stimmt, da war ja was. Level 25? Ich will neue Mods. Ja. So, und was ist das nächste? Brauche ich Level 39. Okay, dann muss ich also überlegen, was ich nächstes Level mache. So. Die mussten ja scheinbar wirklich alles aufheben. Und ich muss hier gerade noch alles mitnehmen. Was irgendwo sinnvoll sein könnte. Wer ist nur zu so etwas imstande? Ich. Das sind halt alles Ressourcen, die ich jetzt nämlich direkt mit in das Schloss, in die Burg nehme. Vor dem Krieg war Nordstrong eine Basis der US-Armee und ein Testgelände für experimentelle Waffen wie das Fatman-Nuklearkatapult. Mittlerweile wurde sie von Supermutanten eingenommen und jetzt wieder von uns zurückgebracht. An die Menschen. Gesäubert und ja. Für einen ganz kurzen Moment. Habe ich halt gedacht, das wäre ein Supermutant da hinten. Aber das war nur Dance. Ist das nicht weiter. Schlimm. Ein paar Kanonen, ne? Gut, Das Commonwealth sich in der Nacht verändert, oder? Oh. Naja, ich gehe mal zur Burg. Na. Na. 10 Leute. Also schon wieder einer mehr, oder wie? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Nee, falsch. 10 Leute, Tatsache, einer mehr. Das heißt, wieder mal ein Bett für unseren Bettensaal. Da bin ich natürlich hier falsch. Da, wo die hingehen, ist der Bettensaal. Richtig. So,
Na. Ich mag diese ich mag klassische Musik ja allgemein, deswegen. Der ist für Essen, das ist ein Verkäufer. Der ist nicht zugewiesen. So. Das ist perfekt. Was ich nämlich sagen könnte. Ich musste gerade überlegen. Eine Arena brauchen wir nicht, ne? Ich guck gerade, ob wir irgendwas gebrauchen könnten. War eigentlich nicht, ne? Ressourcen. Was haben wir da an Pranger? Ein Frisierstuhl, ein OP-Stuhl. Ein OP-Stuhl könnte doch mal was sein. Hier in die Küche vielleicht mit rein. Das könnte man hier gut kaschieren. Bist du dann so etwa? Benutze den OP-Stuhl, um dein Aussehen zu ändern. Nee, wie ich gerade gesehen habe, ist das fürs Aussehen. Das ist also nicht so sinnvoll. Produktion. Maschinen. Ach ja, das gibt's ja auch noch. Produktionsdinger, ja, da komme ich später noch zu, dass in diesem ganzen Ding noch Produktion gemacht wird. Jetzt muss ich erstmal gerade diese Ecke hier. Jetzt, wo ich hier gerade schon bin. Will ich das Problem ja auch beheben. Hier, mit so einem Tisch. Und dann eine Lampe bitte drauf. Oder ein Deko, genau. Gibt es Blumen? Okay, das ist mir zu groß. Ein Weihnachtsbaum. Alles klar. Tippiche. Nö. Es gibt keine Blumen, schade. War ein Radio, ne? Radio? Oder ach, das war hier. Kerzen! Ja! Das geht doch. Perfekt. Nein, will ich nicht einlagern. So. Dann sieht das nämlich auch ein bisschen anders aus jetzt. Werkstatt, Waffenwerkstatt, genau. Den gesamten Schrott einlagern. Ich kann eigentlich auch schlafen, ne? Ab und hier hin und Türen schließen. So. Die Lampe ist ja nicht aktiviert. Hatte ich hier kein Bett? Was ist das denn? Ich habe hier alles, aber kein Bett? Ach, Mensch. Kinders. Hier ging es ja in meinen Geheimschacht runter, stimmt. Und außerdem möchte ich ja meine Statue haben. Das sieht irgendwie so. Da. So leer da sonst aus. Also, in meinem Zimmer brauche ich doch ganz eindeutig ein Bett. Ein schönes Bett. Ja, das ist ja schon eigentlich so das Schönste.
kommen hier, ne? Das ist zwar alles relativ eng hier. Das macht aber nichts. Es ist 4 Uhr morgens. Über 4 Stunden schlafen. Bin ich mit zufrieden. Guten Morgen. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Richtig. Ein wunderschöner Tag ist das. So, jetzt haben wir... Bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ich brauche ein paar... Erstmal handeln. Okay, aber übertreib es nicht mit den Camps. Ja, was ist das denn? Rechtmäßige Herrschaft? Ha? Ja, nee, erstmal verkaufen. Ein Raketenwerfer. Nö. Nö. Ah ja, das war das Ding, worauf ich aufarbeiten wollte. Stimmt, genau. Das Ding kann ich eigentlich auch zum Aufarbeiten nutzen. So, da ist nichts. Diese Dinger kann ich wegwerfen, weil die brauche ich nicht. Munition, genau. Gamma-Patronen, genau. Fusionszellen. Brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Und der hat doch bestimmt... Zumindest ein einzelnes Stimpack. So. Du siehst gefährlich aus. Hoffentlich bist du nicht meinetwegen hier. Ich habe eine Idee. Das wäre vielleicht nicht mal so sinnlos, dass ich hier einfach noch einen dritten Händler einpacke. Wir haben eine Klinik und wir haben einen Normalverkäufer. Da könnten wir noch einen für Rüstung dann haben. So. Das macht sich da eher. So. Das ist nämlich schon sinnvoller. Da haben wir hier drei Händler. Und der eine ohne Job. Ich weiß nicht, wo er war. Wo ist der Arbeitslose? Wo ist der Arbeitslose? Ach da. In meinem Raum natürlich. Huch. Er soll hier arbeiten. Klar. Da haben wir nämlich drei Händler. Das Ding baut sich immer weiter auf. Und ich kann doch meine Dinger machen. So, hier nein, falsch. Nein. Wenn du mir eine zweite Druckpresse basteln könntest, wenn du schon dabei bist. Ja. Wir haben hier beim schlechter Tönnies, also bei der 45er Waffe, hier ist ein 27er Grundschaden mit 50 radioaktiv. Hätte ich einen, guck mal, hätte ich einen 23er. Wenn ich das Ding modifizieren würde, ne? Mit einem mächtigen hätte ich 47. Wäre es auch nicht wirklich anders. 9 Uhr hier bei Radio Freedom. Das lohnt sich nicht. Paciencia hat ohne 37. Mit 55, so.
Ach so. Ah. Okay, lohnt sich dementsprechend nicht. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Ja, hoffe ich doch mal. Was du so hast. Hier ist mein Angebot. So, nein. Das wollte ich nicht. Da ich damit nichts anfangen kann, nimm du. Richtig. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Ja. So, ich will mal gerade was wissen. Wenn ich ihr diese Mini-Atombomben gebe, ne? Ja, ich glaube, ich muss mir Sorgen machen, aber ich mache mir mal gerade erstmal keine. Nein, das war falsch. Schlechter Tönnies. Kann ich da irgendetwas verbessern? Überhöhter Schaden, erhöhte Präzision und erhöhter Schaden durch kritische Treffer. 308er ist das einzige, was noch mehr Schaden machen würde. Das lohnt sich also noch nicht. Der kurze Lauf. Erhöhte Rückstoßdämpfung über längere Reichweite, Präzision durch das Visier, mangelhafte Präzision, das dürfte. Okay. 203, derzeit ist es 119. Überlegene Rückstoßdämpfung. Nö. Kurzer Kolben. Da ist auch eine Rückstoßdämpfung. Standardmagazin. Ist jetzt erstmal nichts, was ich sagen würde. Boah, brauchen wir jetzt unbedingt. Reflexvisier bin ich damit zufrieden. So, hier Mündungsbremse. Außergewöhnliche Rückstoßkontrolle, Rückstoßfunk unterlegene Reichweite. Kann ich noch nicht machen. Bringt mir deshalb also nichts. Mündungsbremse, Schalldämpfer. So, hat einen Schalldämpfer. Mach ich. Langreichweiten-Zielfernrohr. Da gibt es nur noch das Nachtsicht-Langreichweiten-Zielfernrohr, ne? Jo. Markiert Ziele über erhöhte Vergrößerung. Alles ruhig, so wie wir es mögen. Passt auf euch auf, Leute. Aha. Da ist die Frage, will ich das haben? Oder das? Markierziele, erhöhte Vergrößerung. Oder Nachtsicht. Nee, ich bin für die Nachtsicht. Ist mir da ein bisschen lieber. So, was haben wir hier? Mist. Mist. Mist! Scheiße. Das, war kacke. Ich wollte die Federn eigentlich mit in die Suche mit einbringen. Das geht so nicht. Mündungsbremse war Schalldämpfer, ja. Huch. Und es ist noch drin. Genau, die Nachtsicht wollte ich haben. So, Präzisionskolben ist schon das Beste. Radio Freedom, die Stimme der Minuteman. Moment, lege ich keine Meldung vor. Wir halten euch auf den Lauf. Ja, da brauche ich nichts. Richtiger Verschluss. 50er ist das einzige, was mehr machen würde. 50er Munition habe ich aber nicht und gibt es auch nur relativ wenig. Erhöhte Präzision und
Das mache ich. So. Und hier ist nichts, was jetzt irgendwie so... Eigentlich gar nicht, ne? So. Dann kann ich jetzt aber auch meinen Cut machen und bitte sagen... Jo. Bis dann.